Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich bin Ärztin und ich kann nie genug Kitesurfen. Das ist die Aussage von Dr. Sabine Egger. Und jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum ersten Business Talk Interview im Jahr 2020. Sabine ist Fachärztin für Anästhesie und arbeitet und lebt in der Schweiz, ist aber auch leidenschaftliche Sportlerin, insbesondere Kitesurferin. Und das ist die Aussage zu Beginn dieses Podcasts. Es ist wahrscheinlich eines der spontansten Interviews für den Business Talk Podcast, den ich geführt habe. Ich war letzte Woche auf dem Weg in die Schweiz in der Bahn und wie das so ist mit dem Thema Social Media, wir sind seit einiger Zeit vernetzt, haben uns aber noch nie persönlich gesprochen, haben uns nur auf Instagram, LinkedIn oder auch auf Facebook verfolgt, also das, was wir tun. Und Sabine hat mich spontan angeschrieben, weil ich einen kleinen Post gemacht habe zum Thema, wo bin ich gerade? Und da hat sie mir geschrieben und auf dem Rückweg habe ich gedacht, Mensch, für diese Spontanität schreibe ich sie einfach nochmal an. Bin ihr sehr dankbar dafür. Ja, wir haben innerhalb von 3 Tagen einen Podcast beschlossen und den haben wir heute aufgenommen. Und es war ein ganz tolles Interview. Und Sabine ist eine Frau, die nur so sprudelt vor Energie, die sprudelt vor Ideen und die vor allen Dingen ihr eigenes Ding macht. Und das ist unglaublich wertvoll. Und darüber berichtet sie heute im Business Talk Podcast. Über ihre Lebensgeschichte, über all das, was passiert ist, sprechen wir sehr ausführlich. Ich möchte noch mal kurz ihren Lebensweg ein bisschen beschreiben. Also sie ist so in diese medizinische Karriere. Im 1977 hat alles begonnen für sie. Dann hat sie Medizinstudium 2005 abgeschlossen. Dann ist sie 2006 sogar Skilehrerin gewesen bei der beim DSLV. Dann hat sie 2010 in Münster promoviert. Dann 2012 ist sie Fachärztin für Anästhesie geworden. Das hat sie schon in der Schweiz gemacht, hat dann die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin bekommen. Hat sich dann weiterentwickelt. Das hat sehr mit ihrem persönlichen Lebensweg zu tun. Ist Abnehmcoach geworden, hat weitere Schmerztherapiekurse belegt, hat dann 2016 sogar den Kitesurf Instructor gemacht und hat seitdem sich auch sehr mit dem Thema Mind-and-Body-Medizin beschäftigt. Diese Ausbildung hat sie Ende 2018 abgeschlossen und seitdem arbeitet sie als Ärztin, als Coach für Mind-and-Body-Medizin. Eigentlich fast überall. Sie ist in München, sie ist in der Schweiz, sie ist ich weiß gar nicht, ob wir über Spanien gesprochen haben oder über viele, viele andere Wege, wo sie ja einfach ihre Leidenschaft auch hingeführt hat. Sie hat einen eigenen Podcast, das ist der Mind & Body Podcast. Sie hat einen eigenen Blog, das ist der Kite Tiger Blog. All diese Informationen bekommt ihr in den Shownotes im Business Talk Podcast. Freut euch drauf und wir hören uns gleich wieder im Interview mit Dr. Sabine Egger. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Wie ich ja gerade schon in der Vorankündigung gesagt habe, habe ich heute meinen, ich glaube, spontansten Podcast, den ich bisher hatte. Und zwar freue ich mich sehr auf Dr. Sabine Egger. Wir werden da gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber zunächst fange ich an mit der Frage, die ich anfangs immer stelle. Wer ist Dr. Sabine Egger? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und wer bin ich, weiß ich auch nicht so genau, aber immer mehr ich selbst, denke ich. Was ich beruflich mache, kann ich wahrscheinlich ganz gut beschreiben. Ich bin bis vor 2 Wochen Anästhesistin gewesen, sage ich mal, bin ich sicherlich auch noch. Aber ich bin jetzt ganz frisch gebackene Solopreneurin. Und ich habe, wie gesagt, einen Facharzt für Anästhesie, habe 15 Jahre in der Klinik gearbeitet und die letzten 2 Jahre nebenberuflich
Retreats gegeben, wo ich mit unter anderem meinen Bodymedizin-Methoden Salutogenese förder und das Ganze mit Kitesurfen verbinde, weil das eine andere Leidenschaft ist von mir. Und habe gemerkt, dass mir das großen Spaß macht und ich da andere Menschen motivieren kann und inspirieren kann. Und das hat sich jetzt so ergeben, dass ich gesagt habe, da gehe ich jetzt Vollzeit rein. Habe noch ein anderes Projekt mit einer Businesspartnerin, der Christina Bachmann, zusammen, wo wir Business Ladies coachen und Mentoring machen. Und da zweimal auf Mallorca sind dieses Jahr. Also ich bin viel unterwegs und ich podcaste selber leidenschaftlich gerne. Und habe jetzt auch zwei Facebook-Gruppen am Laufen und ich habe ein T-Shirt-Business, was ich schon letztes Jahr gestartet habe. Ja, also ich hatte schon gedacht, dass das ein spannender Podcast wird, aber dass es jetzt nochmal eine ganz andere Richtung nimmt. Trotzdem würde ich Ihnen nochmal gerne eine Frage stellen zu dem, was du gerade gesagt hast. Es überrascht mich jetzt deshalb, weil ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet habe auf den Podcast, auch wenn wir uns erst vorgestern dazu entschieden haben, diesen Podcast zusammen zu machen, dass du ja nicht mehr als Fachärztin für Anästhesie tätig bist. Also ich habe ja gesehen und gelesen und auch von dir vorher gehört auf einem Video zu deinen ganzen Kanälen, die verlinken wir natürlich, kommen auch in die Shownotes, sodass man sich auch ein Bild nochmal von dir machen kann, dass du als Fachärztin für Anästhesie in Anführungsstrichen freiberuflich unterwegs warst. Jetzt sagst du gerade, du hast es aufgegeben. Was war denn gut, das ja, also das ist so ein, das würde jetzt eine ganz eigene Podcast-Folge wahrscheinlich ein Buch geben, aber ich habe immer mal wieder aufgrund meiner eigenen Geschichte meinen Job gekündigt und mir so selbst Sabbaticals erlaubt und ermöglicht. Und in dem Rahmen habe ich auch angefangen zu freelancen als Anästhesistin. Also ne, bin ich in der Kartei drin und kann dann eigentlich so selbstständig auswählen, wann ich wie wo arbeite. Mhm. Und ich habe dann eigentlich schon immer das so machen wollen, weil ich mir dann dachte, das ist für mich eigentlich so für meinen Freiheitsgeist wahrscheinlich am passendsten. Und dann war es aber so, dass ich einen wirklich tollen Arbeitgeber habe und hatte, muss ich jetzt sagen, mit einem tollen Chef, einem tollen Team. Und die haben wirklich einen Arbeitsvertrag gebaut, der wirklich unwiderstehlich war. Immer wieder, also wurde immer besser. Nach meinen Reisen kam ich, glaube ich, viermal gekündigt und fünfmal wieder angestellt. Also und habe am Schluss einen Freiheitsvertrag gehabt, unbefristet, eine Oberarztstelle und habe praktisch eigentlich monatsweise Kitesurfen machen können, mein eigenes Business vorantreiben und monatsweise dann wieder in der Klinik arbeiten. Und ich habe einfach im letzten Jahr so auf der Hälfte der Strecke gemerkt, obwohl das wirklich ja schon sehr, sehr dolle dem entspricht, was ich bin, dass es auf der Freiheitsfront insofern noch nicht reicht, dass es immer noch einen Dienstplan gibt, den ich quasi einhalten darf und dass es ein wahnsinniger Stretch war zwischen den eigenen Dingen, die ich mache und einem Leben als Anästhesistin mit irgendwie Klinikbetrieb, Intensivstation, 24-Stunden-Diensten. Das heißt, wenn ich da war, war ich halt einfach auch 100% Anästhesistin und das war mir auch wichtig, ne? Und das habe ich einfach gemerkt, dass ich mir dachte, so, jetzt möchte ich mal was anderes ausprobieren und mal schauen, wie das wirklich ist, wenn ich ein Jahr lang ohne Festanstellung bin und was ich meine eigenen Projekte verfolge und was dann passiert. Also ich bin ein bisschen mutig ins kühle Wasser gesprungen, um zu schauen, was für Türen vielleicht aufgehen und was sich für mich noch ergibt, weil ich denke, es ist schon eine große Passion von mir, Ärztin zu sein in der Klinik, Anästhesistin auch, aber es ist auch was, wo ich tatsächlich auch einfach gemerkt habe, es ist eine riesen Verantwortung, der ich auch ein bisschen müde geworden bin. Mhm. Und ich bin ja die Resilienz in Person, also ich, wie gesagt, habe ja mein Bodymedizin gemacht, ich meditiere selber schon relativ lange und ich weiß wirklich gut, wie man mit dem Stress umgeht, aber das hatte damit nichts mehr zu tun. Es war einfach so ein Ding, wo ich gesagt habe, diese Verantwortung, die ich für Patienten übernommen habe, für andere Menschen, diese ganzen Jahre hindurch, möchte ich jetzt mal abgeben und mich ausprobieren, meine Kreativität ausleben, was anderes machen. Mhm. Jetzt hast du ja eine relativ bewegte Geschichte. Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Du hast ja das auch schon vorher beschrieben, also in deinem Video oder in deinen Posts oder auch auf deinem Blog, auf deiner Seite. Du hast 2013 einen Bandscheibenvorfall gehabt. Du hast 2013 erkannt, dass das durch den Stress gegebenenfalls gekommen ist, dass das durch die berufliche Anspannung gekommen ist und hast dann vieles geändert. Sag doch noch mal, wie ist das verlaufen? Ja, das ist
Ja, das war so mein großer Schicksalsschlag. 2013, auch so eine schöne Zahl, sage ich immer. Das war so mein Schicksalsjahr, wo mir ein bisschen alles um die Ohren geflogen ist. Und ich hatte mich halt, muss dir vorstellen, ich war frisch gebackene Oberärztin und mir war Karriere immer sehr, sehr wichtig und war da in der Stelle, die mir auch sehr gut gefallen hat. Zwar mit wirklich viel zu tun, irgendwie 4 Säle und lauter Anfänger. Ich bin dann nur durch die Säle gerast und habe irgendwie Feuer gelöscht, aber ich war voll in meinem Element. Also irgendwie bin ich ja auch so jemand, der das ein bisschen braucht. Hab dann aber auch noch, also ich war alleine 12 Stunden bei der Arbeit pro Tag und bin dann irgendwie noch, also mindestens, und bin dann noch eine Stunde gependelt hin und zurück. Also plus, minus war ich 14, 15 Stunden außer Haus. Und das war einfach ein krasser Pace. Das hat nicht funktioniert. Dazu kam dann, dass es privatlich so war, also privat so war, dass mein Mann sehr krank war. Und das hat mich mehr belastet, als ich das so sehen konnte. Also, ne, das ist ja so sprichwörtlich dieses das Rückgrat brechen. Das waren einfach Dinge, wo ich mir selber wieder auch sehr viel Verantwortung gegeben habe und sowas halt auch sehr ernst nehme. Also ich habe, glaube ich, ein hohes Arbeitsethos und was ich dann da mache, möchte ich einfach sehr, sehr gut machen und gebe mich da voll rein. Und das hat mich dann einfach, ja, da hat mein Körper jetzt gesagt, jetzt ist mal irgendwie Feierabend. Und es war sehr schmerzhaft für mich, also nicht nur physisch, sondern einfach so, ich hatte so wie das Gefühl, dass das war so ein Boden unter den Füßen, der mir irgendwie weggezogen wurde, weil ich mich so über meine Arbeit definiert habe und ich wusste gar nicht, welcher Mensch dahinter war, weil über 10 Jahre hinweg, ne, war ich einfach Vollgas irgendwie Arzt oder 9 und dann war das einfach immer so, ja, das bin ich jetzt zwar immer noch, aber erstmal war ich halt einfach wirklich invalider, ich war einfach arbeitsunfähig, ich konnte wirklich, ja, es ging nichts mehr, ne, also muss man ganz ehrlich sagen, ich konnte nicht mehr richtig schlafen, ich konnte nicht mehr richtig laufen, ich sollte auch operiert werden, hat dann gesagt, nee, will ich nicht, ich wurschtel mich da selber raus und es hat aber insgesamt ein ganzes Jahr gedauert, bis ich schmerzfrei war, also ich kann da jetzt ganz empathisch mit meinen Schmerzpatienten mitfühlen und das war eine harte Zeit und heute denke ich mir, heute bin ich sehr dankbar dafür, weil es eben dann für mich so der Beginn von der Suche nach Salutogenese war, also was macht mich selber gesund, wie kann das sein, dass ich als eigentlich junger, gesunder, fitter Mensch, also ich war auch zu der Zeit nebst diesem Arbeiten, was ja auch körperlich durchaus aktiv ist, ne? Als Anästhesistin rennst du ja viel rum und bist aktiv, aber ich habe nicht verstanden, in meiner Freizeit bin ich in den Bergen und Skifahren und sorge eigentlich schon gut für mich. Ich habe nicht so ganz verstanden, wieso mich das erwischt hat und ich habe in der Schulmedizin auch nicht wirklich so die Antworten gefunden. Und dann hat es für mich angefangen, so das war, glaube ich, so der Beginn von, was ist noch im Leben, wer bin ich, was ist wichtig, ja, was macht mich aus. Und so gesehen war es eigentlich ganz cool von meinem Körper, weil er so die Mechanismen, die bei mir sonst immer funktionieren, ne, dann ab irgendwie Rennen, ne, Sport machen, irgendwie dem Ganzen so begegnen mit Bewegung, das ging ja da nicht. Also war ich wirklich konfrontiert mit dem, ja, was da so hochkam und was ich bin. Und das war irgendwie sehr heilsam und sehr lehrreich. Mhm. Hast du denn in dem Moment das auch so reflektieren können schon, jetzt im Nachhinein natürlich, sagst du ja, du hast, also ich sag mal, als jemand, der sehr oder einen hohen Bewegungsdrang hat oder einen hohen Drang hat, auch körperlich zu sein. Also du hast gesagt, Skifahren, du hast damals schon, ich weiß nicht, ob du damals schon das Kitesurfen für dich entdeckt hast, aber du hast es ja dann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall entdeckt und bist ja sogar den nächsten Schritt gegangen, hast dann erkannt, dass du vielleicht beim Surfen, was auch immer dazugehört, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du da vielleicht auch noch was zu sagen kannst, wieso es dann ausgerechnet ein Sport ist, der dich körperlich natürlich nochmal herausfordert. Also du hättest ja jetzt auch sagen können, ich fange mal mit ein bisschen Krafttraining an oder ich gehe mal ein bisschen joggen oder sonst etwas. Aber du hast dir was ausgesucht, wo ja eine hohe Leidenschaft zu besteht, wo du also wirklich gesagt hast, ich möchte gerne, dass das Thema Kitesurfen zu meinem Thema machen und dann auch die nächsten Schritte, also das Meer, die Wellen, vielleicht kommt da auch noch viel, viel mehr. Warum dann so einen extremen Sport? Und dann auch nochmal, du hast ja sogar, wenn ich das jetzt richtig erinnere, du hast ja sogar die Ausbildung zum Kitesurf-Lehrer gemacht nochmal oder zum Also ich konnte das, was du jetzt beschreibst, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar sehen. Also einiges davon schon, warum es mich vielleicht so erwischt hat zu dem Zeitpunkt. Aber so wie ich es jetzt sehe, ich sehe es jetzt noch ganzheitlich, ich sehe es eher noch so, dass ich sage, ich habe ganz, ganz lange nicht nach meinen Werten gelebt und mir nicht erlaubt, nach meinen Werten zu leben und auch mir nicht erlaubt zu spielen.
Und Spielen ist, ich war einfach sehr, sehr streng mit mir und sehr perfektionistisch. Und ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich vielen Ärzten aus der Seele. Das ist, glaube ich, ein bisschen so unser Ding. Und dass ich das Wohl anderer über meins gestellt habe, weil ich meine Bedürfnisse teilweise vielleicht gar nicht kannte, ne? Und das Kitesurfen ist auch wieder so ein Klassiker. Also ich bin schon ein Sensation Seeker, so nennt man das, ne? Ich liebe dieses Adrenalin und das mochte ich ja in der Anästhesie auch gerne, ne? Da geht's ja schon auch irgendwie, ne? Da ist dieser Wechsel, ne? Sehr stark zwischen Routine, bisschen Prämedikation und dann im nächsten Moment rennst du irgendwo hin und reanimierst und dann Notfall-Kaiserschnitt. Also diese Action, die mag ich schon sehr gerne. Also ich denke, das ist eine Persönlichkeitssache. Und beim Kitesurfen ist es einfach, das war so, dass ich sehr, sehr passionierte Skifahrerin war. Ich konnte mich noch nie so stark entspannen wie in den Bergen. Also beim Wandern, aber noch mehr beim Skifahren, weil du dich ja, da musst du ja einfach ja auch im Moment sein. Also wenn du da irgendwie mit 100 km/h runterpäst, dann ist es irgendwie schon gut, wenn du einfach nur Ski fährst und nichts anderes machst. Das hat dann so, ich weiß nicht, ich habe dann, glaube ich, 2010 oder so war das, dass ich dachte, jetzt muss ich irgendwie im Sommer auch noch Skifahren gehen. Also ich war drauf und dran, irgendwie in Patagonien irgendwie im August einen Skiurlaub zu buchen. Dann dachte ich so, nee, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Also da müssen wir irgendwas anderes finden. Und so bin ich eigentlich zum Kitesurfen gekommen. Und beim Kitesurfen ist es ja halt irgendwie noch viel, muss also für mich noch mehr im Moment sein, weil es halt noch krasser ist. Ich meine, du hängst einfach deinen Körper da an so einen Schirm dran und wenn du das nicht ja, da kann schon echt was passieren, wenn man es dumm anstellt. Und gleichzeitig ist es etwas, was mir zutiefst entspricht, weil es mir Freiheit gibt und weil es mich so sehr, ich bin ja zwischen Himmel und Erde und ich bin der Spielball der Elemente und das ist für mich das Allergrößte. Also davon Teil zu sein, im wahrsten Sinn des Wortes, ist was, was mich sehr glücklich macht und was für mich auch total Sinn macht, weil wir sind ja irgendwie mal als Einzeller aus dem Meer gekrochen, ne? Und ich fühle mich da wirklich wie, also das ist so, ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich irgendwelche Tiere treffe, ne? Also ich habe da schon, da habe ich ganz viele Tage für mein Lebensmuseum gesammelt, wo ich denke, ja, wenn ich morgen ins Gras beiß, dann war es super. Alles richtig gemacht, ja. Ja, genau. Ja, ja. Du hast gerade im Nebensatz gesagt, das ist stimmig, das ist mit, passt mit meinen Werten überein. Ich habe da mit meinen Werten, das passt zu meinen Werten. Hast du dich wirklich mal damit auseinandergesetzt? Frage 1 und ich schließe sofort die zweite Frage an. Glaubst du, dass es wichtig ist, das zu tun irgendwann mal im Leben und sich wirklich zu fragen, wo sind die Werte und was will ich tatsächlich? Denn ich sag mal, du hast das Medizinstudium abgeschlossen, du hast erfolgreich als Anästhesistin gearbeitet. Für viele wäre das der Weg gewesen, zu sagen, okay, ich bin Oberärztin und das bleibe ich jetzt auch. Aber du hast ja dann gesagt, nee, mein Wert Freiheit, vermute ich jetzt mal, ist so hoch, dass ich da was anderes machen möchte. Ich möchte das nicht, möchte nicht eingesperrt im Sinne sein, ich komme nicht weiter, sondern ich gebe mir andere Werte, weil ich auch sehe, es tut mir gut. Also glaubst du, dass das wichtig ist, dass man sich diesem Prozess mal aussetzt und tatsächlich mal ein bisschen tiefer geht, um dann zu erkennen, was will ich denn wirklich im Leben? Super spannende Frage. Also erstens, ja, ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube, das ist einfach, also für mich war es einfach meine ureigenste Erfahrung. Ich glaube, ich kann es für mich vielleicht einfach nur sagen, ich weiß und das spüre ich mittlerweile, das weiß ich ganz genau, wenn ich nicht nach meinen Werten lebe und nicht das lebe, was eigentlich meiner Seele, sage ich mal, entspricht und was die ist, kapiere ich mittlerweile so, ja, vielleicht spirituell, aber ich habe verstanden irgendwie, was mich ausmacht und was mich irgendwie in einen guten Zustand bringt und wo ich wirklich ganz leicht mich fühle und leicht lebe. Und wenn ich dagegen anlebe und darüber hinausgehe, dann werde ich krank. Das ist bei mir so. Dann kriege ich Rücken, Kopf, alles Mögliche. Immer wenn ich da... Und das ist einfach meine Erfahrung. Also ich habe es ja mehrfach probiert und ich hatte ja noch einen zweiten Bandscheibenvorfall. Jetzt ist es einfach so, das heißt nicht, dass ich nicht, dass ich das Arztsein nicht liebe und dass ich nicht auch nicht gerne arbeite, aber ich brauche diese Balance. Ich habe mir, ne, für mich ist das Spielen und das Draußensein einfach genauso wichtig. Und das mir mal zu erlauben war, das war schwer und eben auch, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach viele Bücher gelesen, muss ich sagen, plus meditiert, plus also wirklich Blogs, alles mögliche gelesen, Podcasts gehört. Und da ist mir wirklich mal so, mir ist einfach aufgegangen, dass das Draußensein und Freiheit, also Selbstbestimmung für mich ganz große, ja, Themen sind. Ja. In dem Zusammenhang ist mir gerade eingefallen, als du gesagt hast, das löst bei mir sonst Schmerzen aus. Es gibt
diesen Satz, ich hoffe, ich bekomme den jetzt vernünftig hin, sagt der Körper zur Seele, zeig du es ihm, auf mich hört er nicht. Ja, und das, finde ich, trifft bei dir jetzt gerade wirklich zu. Also im Grunde immer zu kämpfen, im Grunde immer auch innerlich nur gegen etwas zu kämpfen, was man eigentlich gar nicht vertritt, also wo man eigentlich gar nicht für einstehen kann. Ne? Mhm. Super spannend. Wir könnten über diese Geschichte wirklich noch sehr lange sprechen. Jetzt hast du auch vorhin gesagt, und auch das ist ja Teil deines Lebenslaufs, du möchtest gerne anderen auch etwas davon mitgeben. Du bist nicht nur da, damit du selber Spaß hast im Leben, sondern möchtest diesen Spaß auch an andere weitervermitteln. Ich habe einen tollen Satz gelesen. Ich möchte, dass du am Ende deines Lebens und am besten jeden Tag voller Überzeugung sagen kannst, so und nicht anders wollte ich leben. Das habe ich bei dir auf der Internetseite gefunden. Wo kommt diese Motivation her? Puh, das ist irgendwie schon immer eine in mir wohnende Lebenslust, glaube ich. Also das ist was, was mich schon immer auszeichnet, dass ich das Leben aus vollem Herzen liebe mit all den Kackhaufen, die ich schon bekommen habe und all den Schokoladentorten, die danach kamen. Also irgendwie eine ganz unbändige Lebenslust, die in mir vorhanden ist und aber auch schon natürlich vielleicht aufgrund der Erfahrungen, die ich persönlich, aber auch beruflich gemacht habe. Ich habe natürlich sehr viel, ich liebe es, mit Menschen mich zu unterhalten. Und ich habe immer, wenn ich die Chance hatte, mit den Patienten auch gesprochen. Und in der Anamnese kriegst du ja manchmal, wenn du irgendwann mal Zeit hast, kriegst du ja super spannende Sachen raus. Ne? Die Leute mussten schon mal reanimiert werden. Die haben irgendwie Nahtoderfahrungen. Und das hat mir irgendwie so viel gegeben. Und ich habe immer halt versucht, so zu fragen, ja, gibt es irgendwas, was sie bereuen? Und was würden sie anders machen? Und das hat irgendwie mich so bestärkt in diesem, ja, mach wirklich das Beste aus jedem Tag. Also wirklich auch beruflich zu sehen, hey, das ist nicht so, dass ich unsterblich bin, auch ich nicht. Das möchte man sich als Arzt manchmal so ein bisschen gerne, so nee, die anderen, aber ich nicht. Mhm. Aber wirklich dann auch so einfach jeden Tag zu sehen, wie schnell das von heute auf morgen komplett anders sein kann. Und du kannst, das hast du ja nicht in der Hand, das kannst du nicht kontrollieren. Ne? Es kann sein, dass ich heute Morgen jetzt einen Hirnschlag habe, vom Auto überfahren werde, ne? Plötzlich gelähmt bin. Und das ist wahrscheinlich schon was mich beruflich einfach nochmal sehr geprägt hat und das Ganze nochmal angefeuert hat, das Beste aus deinem Leben zu machen. Und das ist was, wo ich einfach auch wahnsinnig für brenne, weil ich immer sage, das ist alles oder ganz viel von also Glück und Freiheit und Selbstbestimmung, und das ist in deinem Kopf, das ist eine Entscheidung. Also wir sind nicht irgendwo, ne, gerade du und ich, wir sind in einer Umgebung geboren, wo wir einen Pass haben, der uns Reisen erlaubt, wo wir irgendwie einen Staat haben, der uns irgendwie unterstützt. Also es ist, wir haben jetzt nicht irgendwelche existenziellen Probleme, die meisten nicht. Und auch selbst wenn wir es haben, ich glaube, du kannst zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil dein Leben wirklich in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass du glücklich und gesund bist. Mhm. Und das muss nicht heißen, dass alles immer geradeaus läuft. Also da habe ich ja selber auch nicht erlebt, aber deswegen bin ich trotzdem wahnsinnig dankbar und glücklich für jeden Tag. Ja, wenn du das so beschreibst, das, was du alles gemacht hast, also die Ausbildung, die Ausbildungen natürlich, du hast ja gesagt, nicht nur Ärztin, sondern Mind-Body-Medizinerin, gar nicht so weit weg von hier in Essen, also beziehungsweise im Ruhrgebiet, wobei ich sitze gerade in Essen, aber wenn ich jetzt über meine Heimat Dortmund nachdenke, ist es halt gar nicht so weit weg. Wenn du darüber nachdenkst, würdest du dich als Unternehmerin bezeichnen? Ich glaube, ich habe einen Unternehmergeist, ja. Was, weil du jetzt lachst, was verbindest du denn mit dem Thema Unternehmerin? Ich lache deswegen, weil ich aus einer, ich bin eine Beamtentochter und ich bin, glaube ich, die gerade so als ja bisschen ausschert und alle so ein bisschen Fragezeichen haben und ich bin da ein bisschen reingerutscht in diese Rolle jetzt, aber ich merke einfach, dass mir das zutiefst entspricht, weil ich glaube, dieses Gestalterische, dieses Offensein im Kopf, auch mal schnell irgendwie anpassen, und ich habe das Gefühl, also das entspricht meiner Kreativität, meinem Freiheits- und Querdenkertum, und mir macht es irgendwie unheimlich Spaß, kann es nicht anders sagen. Vielleicht rede ich nächstes Jahr anders, muss mal schauen. Und mutig bin ich auch, ich habe echt keine Angst. Ich glaube, das ist so. Also, ich habe Angst, ich nehme sie mit. Ja, auf jeden Fall hast du schon mal ein paar ganz wichtige Skills aufgezeichnet, die ein Unternehmer oder Unternehmerin haben sollte. Glaubst du denn, dass das für den Arzt, für die Ärztin schwieriger ist, als für andere Personen, sich im unternehmerischen Umfeld zu bewegen oder auch unternehmerische Entscheidungen zu treffen?
Weil ich frage das natürlich aus einem ganz gewissen Grund. Also es geht ja im Podcast auch immer wieder darum zu gucken, was kann ich denn über die Grenzen des Arztberufs hinaus tun und denken, oder wenn ich mich entscheide darüber, bleibe ich jetzt als Arzt im Krankenhaus oder werde ich vielleicht Arzt, Ärztin in der eigenen Praxis, dann scheuen viele diesen Schritt, weil sie eben Sorge haben, ich kann das nicht. Ich schaffe viele Dinge in der Praxis nicht. Ich habe jetzt gerade, noch keine 2 Stunden her, ein Telefonat geführt mit einer Gynäkologin hier aus dem Ruhrgebiet, die ihre Praxis abgeben möchte und die zurzeit niemanden findet und die immer wieder auf das Hindernis stößt, ja, aber wenn ich niederlassen bin, wenn ich oder niedergelassen in der eigenen Praxis bin, muss ich 60 Stunden arbeiten, ich verpflichte mich zu stark, ich habe hohe Verbindlichkeiten oder ich habe Schulden und dann habe ich kein eigenes Leben mehr und das habe ich jetzt im Krankenhaus auch nicht. Das ist ja nicht die Welt, ne? Die Welt kann ja auch ganz anders sein und deshalb glaube ich, dass viele einfach nicht wissen, was passiert oder was kann ich als Unternehmer, als Unternehmerin tun. Und dieser Freiheitsgrad, der da entsteht, hat ja nochmal ganz, ganz viele andere Vorteile. Also, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube nicht, dass ich per se als Arzt für das Unternehmertum nicht geeignet bin. Also als Arzt habe ich mal ich hatte Mut, weil ich musste irgendwann mal das erste Mal Menschen punktieren oder aufschneiden oder irgendwelche, ne? Also wir werden ja auch gar nicht besonders sanft in diesen Arztalltag reingeschmissen. Und also ich glaube, dieser Mut, den haben wir wahrscheinlich per se alle schon mal, weil sonst hätten wir das nicht studiert und uns da irgendwie durchgeschlagen. Durchhaltevermögen haben wir sicher auch. Also es sind sicherlich Dinge, die man im Studium lernt. Und was ich auch noch finde, dass dieses Fake it till you make it, ne, habe ich schon 100-mal gemacht, tut nicht weh. Also das haben wir auch alles gelernt. Das hast du alles drauf als Arzt. Und wie oft habe ich mir im Studium gesagt, wenn du mir vorher gesagt hättest, was ich da alles mache, hätte ich dem Vogel gezeigt, hätte ich gesagt, kann ich nicht, mache ich nicht. Und am Ende des Tages habe ich irgendein Examen gemacht, habe ich irgendeinen Anatomiekurs beendet, habe ich irgendwelche wilden Anästhesien durchgeführt, habe ich Menschen reanimiert, also das hätte ich mir ja, das ist immer so, da bin ich reingewachsen und ich glaube, genauso kannst du auch, wenn du entschlossen bist, wenn du sagst, ich mache das, ich möchte das für mich, ich glaube, darüber muss man sich, über sein Warum sollte man sich klar sein und wenn man das Warum hat, dann gibt es für mich keinen Grund, das nicht zu probieren und das, was du sagst, fand ich auch noch sehr, sehr schön und das, damit tröste ich mich auch, ich darf mich umentscheiden, es ist keine endgültige, lebenslange Entscheidung, es kann sein, ich probiere das aus und vielleicht merke ich nach 1-2 Jahren, okay, Praxis war es nicht, aber dann habe ich es probiert, weil sonst fragst du dich ja lebenslang, ich habe es nicht probiert, dann kannst du für dich vielleicht auch finden, okay, vielleicht gibt es ja Ärzte in der Praxis, die nicht 60 Stunden arbeiten. Da gibt es mit Sicherheit, ne, 1000 Möglichkeiten und dein Podcast ist ja auch eine wunderbare Ressource, um mal zu gucken, was habe ich denn überhaupt, wenn Freiheit und wenn für mich ein Thema ist Selbstbestimmung und Unternehmertum und wenn ich nicht mehr in diesem Klinikverhältnis arbeiten möchte, was gibt es dann für Möglichkeiten? Und ich glaube, wenn man sich mal aufmacht, und das war für mich auch ein Prozess, zu verstehen, dass ich lebenslang alles lernen kann, wenn ich möchte und wenn es für mich stimmt, dann ist das alles möglich. Und ja. At your own terms, sage ich, ne? Immer so wie es für dich passt, in deinem Tempo. Absolut. Und du beschreibst es ja auch wunderbar, dass du auch die Vielfältigkeit des Arztberufes immer in den Vordergrund stellst und auch mal zeigen willst, was ist denn tatsächlich alles möglich und welche Alternativen ergeben sich denn zu dem, was man eigentlich klassisch unter dem Arztberuf versteht. Ne? Auch da habe ich bei dir gelesen, ich bin gar kein klassischer Arzt, ne? Ich habe da einen ganz anderen Lebensweg gefunden und das oder Ärztin und deshalb finde ich das so schön, dass ich dich heute hier im Podcast genau dazu interviewen kann. Denn die Ausbildung, die du gemacht hast, neben der klassischen Art der Medizin und neben der Schulmedizin ist eben auch noch zum Beispiel die Mind- und Bodymedizin. Sag doch noch mal ein bisschen was dazu. Worum geht's? Ist das auch vielleicht ein bisschen, na, Selbstverarbeitung wäre jetzt vielleicht ein Stück zu viel, aber von dem, was du vielleicht auch selbst erlebt hast? Ja, als ich eben in der Summer School saß und gemerkt habe, jetzt habe ich ein Konzept, was es gibt. Ja, also das, was ich eigentlich, das, was mich ausmacht oder das, was ich wichtig finde als Medizinerin, wo ich mich dann, ich habe lange Jahre auch als Abnehmcoach gearbeitet, nebenberuflich dann noch mit Menschen, weil ich selber da auch eine Geschichte hinter mir hatte und habe dann immer, also ich hatte schon immer dieses Bedürfnis, noch irgendwie mehr oder ganzheitlicher helfen zu wollen und habe wirklich, das war für mich quälend, weil ich irgendwie dann so dachte, ja, aber wie denn? Und dann kam die Mind-Body-Medizin, also es war
weil ich sage, ja, jetzt kann ich das auch gut annehmen, weil das Ganze halt wissenschaftlich fundiert, evidenzbasiert ist, an der Uni, die Ausbildung stattfindet, und das brauche ich halt als Arzt. Also ich verstehe, dass irgendwie Chakrenheilung, Energiearbeit, macht alles Sinn und wer heilt, hat recht, aber ich bin halt da noch sehr, ja, ich bin offen für alles, aber das, was ich verkörpere, ist für mich einfach, da brauche ich eine Basis dahinter, die von irgendeiner Uni kommt, ist halt einfach so. Aber das ist ja vielleicht auch der richtige Weg zu sagen, ich öffne mich für diese Dinge und ich bin jetzt nicht nur in eine Richtung, sondern ich gucke mir eben viele Dinge an und entscheide mich dann für den Weg, der auch zu dir oder zu jedem Arzt, zu jeder Ärztin am besten passt. Ja. Wenn du hast ja auch noch das Thema Schmerztherapie, glaube ich, gemacht, ne? Da bist du auch noch unterwegs gewesen. Und heute bietest du, das hast du auch im Eingang schon gesagt, ja, so sogar eigene Seminare an, sogenannte Retreat-Seminare. Also Retreat im Sinne von Rückzug. Nimm dich mal raus aus deinem, ist das jetzt was Spezielles, was du vielleicht für eine gewisse Berufsgruppe oder Zielgruppe machst? Für wen bietest du das an? Ich habe angefangen für Menschen, das erste Retreat, das zweite Retreat war für Frauen und jetzt möchte ich es mit Ärztinnen veranstalten, weil ich glaube, dass eben, das bin ich selber, aus der Welt komme ich und mein ganz großes Warum ist, meine Motivation dahinter ist, dass ich sage, ich habe alles, was ich in den letzten Jahren vielleicht auch mit großen Schmerzen gelernt habe, möchte ich dir schneller irgendwie zur Verfügung stellen und ich möchte dir schneller die Möglichkeit geben, dich kennenzulernen, deine Ressourcen kennenzulernen, mit Stress dir helfen, umzugehen, auch wenn du vielleicht gerade in einer Situation steckst beruflich. Es kann ja mal sein, dass man zum Beispiel in einer Facharztausbildung ist und man weiß, man möchte die zu Ende machen und trotzdem kommt man mit diesem Schulsystem Medizin, also gerade einfach mit der Schulmedizin nicht zurecht. Und aber trotzdem zu sagen, okay, wie schaffe ich es da, meinen Weg zu gehen und gleichzeitig vielleicht schon zu schauen, wo geht es für mich langfristig hin, was macht mich aus, was sind meine Werte und wie kann ich da vielleicht besser mit umgehen. Glaubst du, dass das für die Frau, also die Rolle der Medizin wird ja im Moment eine andere, nehme ich zumindest so wahr. Ich spreche auch viel mit jungen Ärztinnen, die Universitäten sind voll mit Medizinstudentinnen. Die Medizin wird grundsätzlich weiblicher und nicht nur in den Berufsgruppen oder Facharztgruppen, mit denen man so vielleicht sich so sofort das vorstellen würde, sondern im Grunde grundsätzlicher. Also fast über 50% werden es ja mittlerweile an den Unis, einen Frauenanteil, die jetzt schon Medizin studieren. Glaubst du, dass damit sich auch die Art und Weise, Medizin zu machen, sich ändert? Also, dass wir vielleicht wegkommen von einer sehr starren Medizin, sondern dass wir vielleicht auch hingehen in eine weichere Art, also weich im Sinne von aufgeweicht, nicht smooth, sondern aufgeweicht im Sinne von, ich gucke mir andere Berufsgruppen, andere Heilmethoden, andere Möglichkeiten an, so wie du es ja auch gemacht hast? Oder hat das mit der Frau gar nichts zu tun aus deiner Sicht? Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass, oder zumindest die Frauen in der Medizin, mit denen ich zu tun habe, die haben irgendwie vielleicht schon mal eine Selbsterfahrung gehabt oder sind irgendwie da so ein bisschen reflektierter. Und ich muss selber sagen, also wenn ich nicht mit dem Bandscheibenvorfall über die Wand gefahren wäre, dann wäre ich heute halt irgendwo Chefärztin. So what? Ja. Also ich bin da gar nicht so... Aber ich glaube, Frauen, oder es sind viele Frauen, die sich einfach mit anderen Dingen auch noch beschäftigen nebenbei, also von Ayurveda bis Yoga bis irgendwie traditionelle chinesische Medizin. Ich glaube, es ist so ein bisschen, das ist vielleicht mehr Interesse da, ich weiß es nicht genau. Das ist nicht ganz so, kann ich, aber das ist nur ein Gefühl, ich kann es nicht anders, das ist so das, was ich spüre und ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich finde es ganz generell schön und da möchte ich auch Männer gar nicht ausschließen. Ich finde es einfach generell schön, wenn wir uns der Heilung öffnen, wenn wir allem, sag ich mal, einen Raum geben und ich bin da nicht entweder oder, sondern ich bin sowohl als auch. Warum sollen wir nicht all diese Expertise, all das Wissen, was teilweise einfach ja schon Jahrhunderte alt und dieses ganze Global Player Ding in die Medizin integrieren. Und da haben wir ein bisschen, sind wir noch ein bisschen hinterher, habe ich den Eindruck. Ja, da darf absolut. Echt noch mehr passieren. Sehe ich auch so, da muss ich in der Medizin und auch in diesem ganzen Thema unglaublich viel tun. Ich komme jetzt nur deshalb auch auf die Frage, weil ich habe letztens einen spannenden Podcast gehört, und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo es jetzt gewesen ist.
Und zwar ging es da um eine Doppelspitze einer gynäkologischen Abteilung, also zwei Chefärztinnen, die sich eine Abteilung in einer Uniklinik, glaube ich, sogar geteilt haben und die genau dieses Phänomen nämlich beschreiben, ne? Dass plötzlich viele Dinge anders laufen, weil sie die eine erkannt hat, ich kann das nicht so gut und die eine erkannt hat, ich kann das nicht so gut und die super ergänzen und diese Abteilung plötzlich innerhalb von Jahren, also von 4, 5 Jahren explodiert ist, was man vorher nicht geschafft hat. Warum? Weil plötzlich die ganze Medizin, die Ausrichtung der Abteilung eine andere geworden ist. Also ich will nicht immer nur sagen, dass alles empathischer ist, aber dass vielleicht die Art und Weise, wie Frauen mit dem Thema umgehen und vielleicht auch andere Dinge zulassen, nicht mehr nur zahlenorientiert sind. Das ist ja immer was uns Männern sehr häufig zum Vorwurf gemacht wird. Also Vorwurf im Sinne von, denkt immer nur an die Zahlen, an die Ergebnisse, die dahinter stehen, sondern dass das Thema Menschlichkeit gerade in der Medizin eine große Rolle spielt, ja, und auch Rolle spielen muss in Zukunft, dass für Frauen uns da vielleicht einiges voraus haben und vielleicht auch so ein bisschen uns da einige Dinge noch beibringen können. Ne? Es gibt ja viele Wissenschaftler, die auch sagen, die Führungskräfte in den nächsten 10 bis 15 Jahren sind sowieso alles Frauen. Und wir Männer kriegen ein bisschen Budget und dürfen ein bisschen Zahlen hin und her schieben und die wirklich wichtigen Entscheidungen, die treffen die Frauen dann. Aber deshalb finde ich das so spannend. Und auf der anderen Seite sehe ich es eben genauso wie du. Ich glaube, da müssen wir gar nicht hin und her Gender-Thema hin und her schieben, sondern ich glaube, das betrifft uns ja alle. Ne? Und deshalb ist es eben schön, dass irgendwann ein Stein ins Rollen kommt. Aber weil du gerade eben sagtest, Frauenseminar oder ich möchte jetzt einen speziell für Ärztinnen anbieten, dachte ich, ich frage mal danach deiner Meinung. Ich hätte das für mich selbst gewünscht. Okay, guck mal. Ja, ich hätte das gebraucht. War das vielleicht eine andere Zeit? Vielleicht war es noch eine andere Zeit, aber es ist auch so, dass ich tatsächlich angesprochen werde. Also ich habe Ärztinnen, die mich um Rat fragen und wie soll ich da meinen Weg gehen, wie kann das für mich funktionieren und so ist das eigentlich, ja, das ist ein Mix aus dem, was ich denke, was sich die Damen wünschen, die Wunschkundinnen und was ich mir für mich selbst gewünscht hätte. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckst, der Arztberuf und die Veränderung des Arztberufes, was hat so die meiste Veränderung hervorgerufen aus deiner Sicht? Ist es das Thema Medizin an sich, also Entwicklung in der Medizin? Ist es vielleicht eine gesellschaftliche Veränderung oder ist es vielleicht auch das Thema Digitalisierung, digitale Prozesse? Also ich sage jetzt mal was vielleicht was Provokatives. Ich habe ja fast 20 Jahren angefangen zu studieren, kann ich so gut rechnen, aber damals war das dann eher so, dass ich gewarnt wurde, weil ich ja quasi studiere und nachher bin ich Taxifahrer, Ärzte schwemme und das bringt ja alles nichts finanziell. Und da, glaube ich, war es schon so, dass das ein Zeitpunkt war, wo weniger Männer in die Medizin eingestiegen sind, weil es nicht mehr das große Geld zu machen war. Mhm. Also ich glaube, da hat sich mal einmal so ein großer Shift getan, dass es nicht mehr zwar in den Köpfen der Menschen immer noch so ist, dass man als Arzt quasi Lizenz zum Gelddrucken hat teilweise, aber es ist einfach nicht mehr so de facto. Und wie du schon gesagt hast, Männer sind halt schon manchmal eher zahlengetrieben und das ist natürlich dann nicht mehr so der Wirtschaftsfaktor gewesen, der dann so gezogen hat. Ne? Das hat, glaube ich, eine große Veränderung reingebracht. Und ich denke schon auch dieses, es ist so ein, ich kann es nicht so gut sagen, weil ich auch schon über 40 bin, aber die Generation und die zwei drunter, die kommen nicht mehr und sagen, kann ich bitte noch bis 20 Uhr bleiben und diese und jene Punktion oder irgendwas mitmachen, sondern die sagen um 5 Uhr, ja, jetzt ist Feierabend, oder? Mhm. Und erstmal dachte ich mir so, what? Die lassen das nicht mehr mit sich machen und jetzt finde ich das gut. Ja, ich finde das gut. Ich glaube, das ist, da darf man radikal ehrlich mit sich sein. In der 23. Stunde meines Dienstes bin ich einfach nicht mehr so fit. Ne? Und da gehört eben auch dazu, jetzt sind wir bei dem Modell, was du da vorhin erzählt hast, dass ich meine Kompetenzgrenze erkennen darf und dann auch zugeben und zulassen darf. Und ich glaube, das ist halt was aufgrund von unserem traditionellen Rollenbild, wie es immer noch ist, ne? Mann, und noch Arzt am besten, da darfst du ja keine Schwäche zeigen. Da darfst du ja, da fällst du eher irgendwie vom Tisch um mit dem Herzinfarkt, als dass du irgendwie sagst, ich kann nicht mehr, ich brauche mal eine Pause, ich muss was trinken, ich muss aufs Klo. Also sowas, das ist schon ein bisschen so ein auch geschlechtsspezifisches Ding. Und daher denke ich schon, dass da ein großer Change kommen wird oder auch sich schon verändert. Und ich finde es gut. Mhm.
Welche Rolle spielt das Thema Digitalisierung? Das nochmal als abschließende Frage zu dem Thema. Ich denke, dass es eine große Chance ist, die uns zu vernetzen, so wie wir jetzt zum Beispiel. Mhm. Dass es eine ganz, ganz große, tolle Möglichkeit ist, so Plattformen anzubieten. Einerseits für uns Ärzte, uns auszutauschen und Wissen zu teilen, ja, über Podcasts, über Blogs und über soziale Netzwerke und auch den Patienten ja, Wissen anzubieten, Telemedizin zu machen, ne? Und was einfach ja vielleicht noch, vielleicht bin ich da auch das wilde Einhorn vorne dran, aber ich bin nicht alleine, das weiß ich, aber es bietet uns eine ganz große Chance und ich glaube, da dürften wir noch viel, viel mehr machen. Also es gibt von Apps, die irgendwie funktionieren. Also ich glaube, wir dürfen uns noch mehr diese moderne Technologie zunutze machen, um unser Arzt- und Patientenverhältnis zu verbessern und unser Arztleben einfacher zu gestalten. Mhm. Ich glaube, da liegt noch vieles brach, aber das ist halt was, das braucht Zeit, denke ich. Ja, klar. Nutzt du das Thema für dich und wenn ja, wie? Das ist eine gute Frage. Also halt im Rahmen von Vernetzung, Podcasten, habe jetzt eine Facebook-Gruppe für Mediziner ins Leben gerufen. Da passiert noch nicht so viel, aber bin dran. Und ich suche tatsächlich, ich habe viel Austausch auf Instagram mit anderen Ärztinnen und Ärzten und das finde ich total super. Also so hilft mir irgendwie. Apps habe ich noch, glaube ich. Ich benutze halt Apps zum Meditieren zum Beispiel. Einen Schrittzähler habe ich noch drin. Dann habe ich noch so einen Notfallpass, wo also meine wichtigsten Erkrankungen, Allergien und so weiter drinstehen. Was also zumindest in der Schweiz so funktioniert, dass es dann, wenn du also auch im bewusstlosen Zustand bist, dann wird das quasi aktiviert und die können das direkt sehen, auch wenn ich nicht mehr ansprechbar bin. Mhm. Die behandelnden Ärzte, ja, es gibt da, glaube ich, einiges. Ne? Du kannst auch Schmerztagebuch machen. Ich habe einige Apps auch für Anästhesisten, die ich total cool finde. Also Oxford Handbook of Anesthesia habe ich drauf. Dann gibt es eine Koagulations-App. Also für die Arbeit schon einiges. Auch so Dosierungshilfen. Also habe ich immer, glaube ich, schon, fand ich immer schon cool. Und fand ich immer schon hilfreich. Ne? Und warum soll man das nicht machen? Aber auch da wieder merkt man, dass du keine Angst hast vor diesem Thema, also zu sagen, ich verschließe mich davor, sondern ich nehme es an, ich probiere das aus, was mir hilft und was mir nützt und habe dadurch vielleicht ein bisschen mehr Zeit für andere Aktivitäten, für andere Dinge, die ich tun kann. Und das hilft ja vielen Medizinern und vielen Patienten, wenn man das so sehen würde, auch in der Gemeinsamkeit. Jetzt bist du ja in der Schweiz, du hast das gerade auch gesagt, gibt es einen Grund dafür, dass du in die Schweiz gegangen bist, weil deine Ausbildung hat ja in Deutschland und in der Schweiz stattgefunden, ne? Also ich bin in München geboren, aufgewachsen, habe da bis zum Physikum studiert und habe dann in Münster noch zu Ende studiert. In Münster bin ich hingegangen, weil meine Oma damals einfach schon sehr alt war und ich wollte ja viel Zeit mit ihr noch verbringen. Und dann habe ich in Münster gemerkt, auf dem platten Land, das ist irgendwie gar nichts für mich, wo sind denn die Berge? Und so kam die Nummer mit dem Skilehrer sein und so hat sich dann einfach, für mich war dann klar, ich muss wieder in den Süden, ich brauche die Berge. Und das war dann ein Riesenzufall irgendwie. Also ich bin wirklich auch übers PJ tertial in die Anästhesie und in die Schweiz gekommen und dann haben die mich einfach gefragt, ob ich nicht bleiben will und dann dachte ich mir, okay, ich meine, was kann mir Cooleres passieren, als dass ich musste mich nicht bewerben, ich habe da Unterassistent gemacht, also PJ und dann konnte ich dort als Assistenzärztin anfangen und das war ein Sechser im Lotto, kann ich echt nicht anders sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber auch offen genug, die Chance beim Job zu packen. Auch da wieder eine tolle Möglichkeit zu sagen, ich nutze den deutschsprachigen Raum, um eben zu sagen, ich muss nicht unbedingt in Deutschland bleiben, auch wenn das natürlich gegen das Thema ambulante Versorgung hier bei uns spricht, aber für das Thema ambulante Versorgung oder eben auch Versorgen überhaupt in den anderen deutschsprachigen Regionen. Aber ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, wir haben schon knapp 40 Minuten. Ich wollte aber gerne noch so zwei, drei Fragen stellen zu deinem Retreat-Seminar, da sind wir gerade ein bisschen von abgekommen. Erzähl doch mal ein bisschen was. Du hast gesagt, du hast es jetzt zum dritten Mal angeboten und jetzt speziell für Medizinerinnen oder beziehungsweise möchtest das anbieten. Wir machen, haben wir ja gesagt, die Verlinkung zu dir und zu diesen Seminaren, zu deiner Webseite auch auf die Homepage beziehungsweise in die Shownotes, sodass alle dann gucken können und diejenigen, die sich gerne mit dir selbst in Verbindung setzen wollen, können das dann tun dazu. Aber erzähl doch mal ein bisschen, was ist innerhalb dieses Retreats? Wir treffen uns 4 Tage im Mai von 20. bis 24.05., sag mal so 6 bis 8 Ärztinnen wunschweise und treffen uns in der Lagoa de Obidos. Das ist so eine Stunde nördlich von Lissabon.
Und da habe ich eine schöne Villa gemietet mit einem Pool und einer Dachterrasse und habe noch zwei tolle Co-Trainerinnen, die mitkommen. Einmal die Dr. Nadine Weberin, zu der ich dir nachher noch was erzählen kann. Die ist einerseits Yogalehrerin, aber auch Neurologin mit Schwerpunkt Ayurveda. Und die wird mich mit Yoga unterstützen. Dann habe ich noch Christina Bachmann dabei, mit der ich ja auch auf Mallorca bin. Und die ist auch Mentalcoach unter anderem. Und da werden wir so, die macht die kreative Seite mit uns und so Dinge wie limitierende Glaubenssätze, weil sowas ist auch so ein bisschen so eine Leidenschaft bei mir. So geht nicht, gibt's nicht, kann nicht, wohin der will nicht Straße, was kann ich, na, immer so ein Growth-Mindset auch zu etablieren. Und wir werden dort ganz viel Achtsamkeit praktizieren, also Achtsamkeit im Sinne, ne, von Mindfulness bei uns ankommen. Deswegen heißt auch Retreat. Deswegen sind wir auch in einer sehr abgelegenen Location. Da gibt es kein Nightlife, da ist kein Lärm, da ist nur Atlantikrauschen, ja, Nebel, der über die Lagune wabert und die, sag ich mal, Vogelzwitschern, Pinienrauschen. Also es ist wirklich sehr, sehr magisch Ehrlich, dort. ja. Richtig schön. Und ja, ist einfach die Chance, mal so zur Ruhe zu kommen. Also es gibt zwar ein WLAN, aber ist nicht so wahnsinnig leistungskräftig, so wird auch nachts dann immer ausgestellt, sodass du wirklich mal so ein bisschen bei dir sein darfst. Und ja, nachmittags gehen wir Kitesurfen. Okay, sehr cool. Also ich sag mal, alles Yoga, Mindfulness, Meditation, Ja. wer bin ich, was möchte ich, was bringt mich in Flow, was sind meine Visionen, meine Werte, so alles, was ich Ja. eigentlich Ich ja, habe so gerade ja brauche. schon gesagt im Einstieg, als wir uns noch kurz unterhalten haben, bevor wir den Podcast gestartet haben, du hast vereinst ja für mich hier gerade zwei Themen, die mich hier immer betreffen. Einmal das Thema Mindful Doctor, also gerade das, was du jetzt beschreibst, die Seminare und mit all dem, was du tust, aber auf der anderen Seite auch die Erfolgsgeschichten, die Stories of Success. Und da freue ich mich total drüber, dass du da heute so ausführlich drüber berichtet hast. Zum Schluss meines Podcasts mache ich ja immer so eine, eigentlich so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Und ich habe aber gedacht, ich mache es heute mit dir mal etwas anders, weil du ja sehr intuitiv bist. Ich habe auf deinem Blog geguckt und da habe ich an der Seite ganz viele Schlagwörter gefunden. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt einfach diese Schlagwörter bespreche, frage ich dich einfach im Podcast, was du damit meinst. Ist das okay? Ja. Okay. Angefangen mit dem Wort Packstrategie. Das ist von mir. Ja, Ich das lache mich tot. Ja, ich bin ein Pack-Nerd, sage ich mal. Also ich kann wirklich für ein halbes Jahr mit 40 Litern unterwegs sein und bin jeden Tag perfekt angezogen, von irgendwie der High-Class-Disco in Bangkok bis hin zum Strand in Malaysia. Also kein Ding. Okay, Gar nicht. cool. Dann habe ich einen Begriff gefunden, kann auch ein Ort sein, Mukut. Ja, ist ein Ort. Ist ein kleines Dörfchen auf Pulau Tioman. Das wiederum ist eine Insel, die komplett verkehrs- und straßenfrei ist. Nicht weit, ungefähr 5 Stunden von Singapur, wo ich einen Open Water Diver gemacht habe. Dann ein sehr interessanter Begriff, Zaubercreme. Zaubercreme. Ach, kann ich dir auch sagen? Das ist BB-Cream oder CC-Cream. Das ist jetzt was für Frauen, aber eine Creme, wo du praktisch 0,0 dein Gesicht aufhübscht. Okay. Dann habe ich White Beach, ist wahrscheinlich irgendein schöner Strand, ne, wo du. Puh, da, ja, weiß ich auch wo. Ich glaube, der ist auf Boracay. Der ist aber Okay. nicht mehr so schön. Nicht mehr so schön, okay. Nee, Lost Paradise, sage ich. Okay. Dann habe ich noch gefunden, Reiseapotheke. Ja, habe ich auch mal. Ich habe vieles ja ausprobiert und bin jetzt da, wo ich bin und wer weiß, wo ich noch hingehe. Aber ich habe wirklich viele Dinge überlegt, wie kann ich immer anderen Menschen helfen und habe dann mal ja alles Mögliche zusammengeschrieben, was man so unterwegs braucht. Und ja, also Apotheke ist was, wo ich meistens für mich selber vergesse. Okay. Und wir schließen den Kreis zur Packstrategie mit dem großen Begriff Kleiderschrank. Ah. Kleiderschrank ist ein anderes Ding von mir. Ich bin auch eine Fashioniste, habe ich mich mal genannt. Ich habe einen Blog gehabt und habe immer noch einen Instagram-Account, wer da mal reinschnuppern möchte. Und jetzt auch eben ein T-Shirt-Business mit kiten, fressen, schlafen.de. Kleiderschrank ist mir, hat für mich auch was mit Mindfulness zu tun. Der ist bei mir minimalistisch und voller Superstars. Da sind nur Sachen drin, die ich liebe. Ja, super spannend. Guck mal, das hat sich total gelohnt, dass ich diese Schlagwörter gefunden habe und du da nochmal ein bisschen einen kleinen Einblick in dein Leben geben konntest. Sabine, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Eine letzte Frage habe ich gleich noch, aber ich möchte mich vorher bei dir bedanken. Das war ein tolles Interview, auch wenn die Zeit rasend schnell vorbeigegangen ist, wie das immer so ist, wenn man sich mit interessanten Menschen unterhält. Ich danke dir für deine Zeit, möchte dir aber zum Schluss noch die Frage stellen, gibt es noch jemanden, den du uns vielleicht als Podcast-Gast empfehlen kannst?
Ja, hatte ich vorhin schon kurz angetönt, die Nadine Webering. Findest du auch unter drnadinewebering.com, glaube ich, ist ihre Webseite und ist auch eine unglaublich inspirierende, spannende Ärztin. Okay, das ist ganz lieb von dir. Also, das war, wie gesagt, ganz toll. Vielen, vielen Dank für dieses spontane Interview. Wir haben uns, wie gesagt, ja erst vor ein paar Tagen überhaupt dazu entschieden, das hier zu machen. Und freut euch drauf, dass ihr das hören durftet, hätte ich fast gesagt. Also, dass wir dieses Interview zusammen aufgenommen haben, ganz toll. Bleibt unternehmerisch für alle, die dies gehört haben und dies gesehen haben. Und bewertet immer, das ist mir immer ganz wichtig. Oder schreibt eine Rezension, ist auch wichtig, damit wir wissen, ob wir das in der Form hier weitermachen können. iTunes, YouTube, egal wo ihr seid. Und ich verabschiede mich und gebe das letzte Wort nochmal an Sabine zurück. Du darfst unsere Zuhörer verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr diesen Podcast bewertet und unterstützt. Es ist eine super, super tolle Quelle an Inspiration und ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier auch Teil des Ganzen sein durfte. Okay, ganz lieben Dank. Schöne Woche. Danke.